meinen Träumen bin ich 20 Mal um die Welt gesegelt. Die Gedanken sind frei, ja, in meinem Kopf bin ich frei. Ich kann denken, was ich will, fantasieren, was ich will. Genau mitten während dem Tanzkurs begann die MS. Ich wusste das noch nicht, ich habe nur gemerkt, ich kann meine Beine nicht so bewegen, wie ich eigentlich will. Und dann wurde es halt mit der Zeit immer schlechter. Irgendwann kam der Rollator, dann kam der Rollstuhl. Irgendwann ging das auch nicht mehr. Das ist halt so stetig immer schlechter geworden. Ich kann jetzt nur noch im Bett liegen und abwärts vom Hals kann ich nichts mehr bewegen. Gefühl habe ich noch, aber ich kann es halt nicht bewegen. Seit 8 Jahren bin ich wieder verheiratet und lebe mit meiner Frau zusammen. Ohne meine Frau wäre ich hilflos, wäre ich nur auf den Pflegedienst angewiesen. Und dann habe ich irgendwann eine Sprachsteuerung bekommen. Damit kann ich mich im Internet bewegen, ganz normal, wie jeder andere Mensch auch. Ich mache gerne, also löse gerne Rätsel, aber stelle auch selber Rätsel zusammen. Ja, und dann schreibe ich kleine Kurzgeschichten. Im Scherz sage ich morgens manchmal zum Pflegedienst, wenn die um 9 kommen. Sage ich, tut mir leid, ich habe im Moment gar keine Zeit. Aus der ersten Ehe habe ich noch 4 Kinder, mit denen ich zum Glück einen sehr guten Kontakt habe. Nicht nur 4 Kinder habe ich, sondern 10 Enkel. Da bin ich richtig stolz drauf. Ich bin dann dazu übergegangen, dass ich das dann intensiv genieße. Herzrot 9. Zeigen. Juppie. Ja, danke, Marie. Die 2 Jahre, die ich nur gelegen habe und keine Technik her hatte, die waren, trotzdem das sehr traurig war, waren die sehr, sehr lehrreich für mich. Weil ich konnte mich ganz ruhig nur mit meinen Gedanken beschäftigen. Ich habe sogar das Gefühl, dass mein Leben oder meine Gefühle intensiver geworden sind, seit ich MS habe. Also ich versuche, das alles bewusster und tiefer aufzunehmen, wie das vorher war. So dieses Oberflächliche, vor allen Dingen, ich war ja Geschäftsmann, da geht alles immer so zack, zack, zack. Man hat für nichts Zeit. Die Kinder fragen was, man gibt schnell eine Antwort. Heute höre ich mir alles an, wenn die Kinder was erzählen, bis zum Ende. Jemand, der seiner Frau nicht zuhören kann, seiner Tochter nicht verzeihen kann, seinen Sohn nicht loben kann und sich nicht freuen kann, so jemand ist auch behindert. Halt nur ohne Ausweis. Es hört sich vielleicht komisch an, wenn ich sage, mir geht's gut. Wie kann es einem gut gehen, der sich nicht mehr bewegen kann? Es geht. Weil sich gut fühlen hat mit Gefühlen zu tun. Ich kann mich freuen. Das geht noch. Ich kann halt nicht hüpfen dabei, aber ich kann mich noch freuen. Aber natürlich gibt es viele Momente, in denen ich traurig bin. Wenn ich jetzt mit einem Schlag mich bewegen könnte, das Erste, was ich machen würde, ich würde auf die Straße gehen, ich würde vor Freude hüpfen und tanzen und mich bewegen. Und ja, wenn mich jemand anlächeln würde, würde ich ihn packen, würde mit ihm
3 Runden drehen und mich einfach freuen, dass ich das kann. Was ist mit dir? Du kannst dich doch noch bewegen. Du kannst es, du musst es nur tun. Und du könntest mir und dir selber eine große Freude machen. Geh einfach in Köln auf die Domplatte, in Düsseldorf auf die Kö oder in jeder anderen Stadt auf einen öffentlichen Platz und tanze für mich und für dich. Tanze, genieße es. Freu dich, dass du dich bewegen kannst. Und dann bitte das Ganze filmen und dann bitte einfach hier posten.